Guten Tag und herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Elektrische Netze. Heute mit dem Thema Leitungen, im Speziellen Leitungsbeläge. Wir schauen uns heute genauer an, was Stromleitungen für besondere Charakteristiken haben. Insbesondere beschreiben wir die Eigenschaften von Leitungen durch Leitungsbeläge. Widerstandsbelag, Leitwertbelag, Induktivitätsbelag, Kapazitätsbelag. Und wenn wir kurze Leitungen haben, können wir diese Beläge zu verschiedenen Ersatzschaltbildern zusammenfassen. Das schauen wir uns dann einmal an. Wenn wir eine Leitung haben, um elektrisch zwei Punkte zu verbinden von A nach B, dann zeichnen wir das im Schaltplan als zwei Striche ein. Bisher sind wir praktisch immer davon ausgegangen, dass dann links und rechts dasselbe elektrische Potenzial herrscht. Das heißt, die Spannungen U1 und U2 am Anfang und am Ende dieser Verbindung gleich sind. Wenn wir wissen, dass eine solche Leitung einen Widerstand hat, dann ahnen wir schon, dass das nicht immer so der Fall ist. Das heißt, U1 gleich U2 können wir so ohne weiteres nicht festsetzen. Tatsächlich ist es sogar so, dass die Spannung U2 manchmal sogar höher sein kann als die Spannung U1. Intuitiv geht das uns wirklich gegen den Strich, aber bei Wechselstrom ist eine ganze Menge möglich. Letzteres werden wir in einer der weiteren Vorlesungen genauer kennenlernen. Heute lernen wir kennen, wie wir denn eine solche Leitung beschreiben können. Dazu definieren wir die Leitungsbeläge. Wie schon gesagt, ein Stück Draht, was eben zwei Punkte elektrisch verbindet, hat immer einen Widerstand. Und bei einer Leitung ist es so, dass wir immer zwei Drähte berücksichtigen, also zwei Leiter. Den Hinleiter und den Rückleiter. Damit berechnen wir also den Widerstand für eine Leitung, indem wir praktisch zweimal die Länge eines Drahtes verwenden und dann nach der klassischen Formel, die wir in Grundlagen der Elektrotechnik kennengelernt haben, den Widerstand ausrechnen. Wenn wir jetzt einen runden Leiter haben, dann gilt der Widerstand dieses Drahtes ist 1 durch die Leitfähigkeit mal Länge durch Querschnittsfläche. Und die Querschnittsfläche ist hier Pi Viertel mal D Quadrat, das ist dieser Term, ja, und die Länge hängt natürlich von der Länge der Leitung ab. Das heißt, unser Widerstand wird proportional zur Länge der Leitung größer. Das gibt den Grund, eine Größe zu definieren, die unabhängig von der Länge der Leitung ist. Das ist der sogenannte Widerstandsbelag. Der gibt an, wie groß ist der Widerstand für pro Länge. Das heißt, dieser Widerstandsbelag, ja, wird mit einem, üblicherweise mit einem Strich, einem Hochstrich bezeichnet. Es gibt auch andere Bezeichnungen, aber hier verwenden wir das einmal. Und es ist klar, der Widerstandsbelag ist Gesamtwiderstand dieser Leitung geteilt durch die Länge. Naja, und deswegen taucht in unserer Formel hier die Länge so direkt nicht auf. Die kommt dann erst zustande, wenn wir den Widerstand einer konkreten Leitung mit einer definierten Länge berechnen. Der Widerstandsbelag als solcher, der hängt eben nur vom Querschnitt und der Leitfähigkeit ab. Gut, des Weiteren, wenn wir zwei Leiter haben, die zu einer Leitung verbunden sind, dann müssen diese beiden Leiter auch zueinander isoliert sein. In einem Kabel zum Beispiel. Aber es ist so, dass heutzutage Isoliermaterialien doch eine sehr gute Eigenschaft haben. Ebenso Luft für Freileitungen hat ebenfalls eine ziemlich hohe Isolationsfähigkeit, sodass also der
Beitrag dieser Leitfähigkeit des Isoliermaterials sehr häufig nicht berücksichtigt werden muss. Trotz allem bleibt festzuhalten, ein Leitwertbelag, so er denn vorhanden wäre, wäre natürlich proportional zur Länge. Je länger die Leitung wäre, desto mehr Strom könnte entsprechend dann eben von einem Leiter zum anderen fließen. Deswegen können wir auch einen Leitwertbelag definieren. Belag heißt immer Wert pro Länge. Das nächste, was vielleicht nicht ganz so intuitiv ist, wenn wir eine Leitung haben mit einem Hinleiter und einem Rückleiter und durch diese Leitung Strom fließt, so fließt dieser Strom in einer Leiterschleife, so wie das hier dargestellt ist. Und dieser Leiterschleifenstrom erzeugt dann, wie in jeder Leiterschleife, ein magnetisches Feld. Damit wirkt also diese Leiterschleife wie eine Induktivität. Das heißt, unsere Leitung wirkt tatsächlich wie eine Induktivität. Je länger die Leitung ist, desto mehr Magnetfeld wird induziert. Und damit ist eindeutig ersichtlich, dass wir hier auch eine Induktivität haben, die proportional zur Länge zunimmt. Das heißt, auch hier können wir einen Belag definieren, also ein L' als Induktivität pro Länge der Leitung. Und jetzt kann man hergehen, und Sie können das in entsprechenden Fachbüchern nachschlagen, für diese Konfiguration, wenn wir zwei runde Drähte haben mit einem Abstand A, wobei hier der Abstand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt des jeweiligen Drahtes definiert ist, dann kann man den Induktivitätsbelag, also die Induktivität pro Länge, nach dieser Gleichung hier ausrechnen. Die Gleichung geht davon aus, dass also diese Leiterschleife wesentlich länger ist, als sie breit ist, was ja für eine Leitung üblicherweise der Fall ist. Hier kommt noch ein Term hinzu, der unabhängig von der Breite, besser gesagt unabhängig von dem Durchmesser der Drähte ist. Dieser Term beschreibt die innere Induktivität in einem Draht. Das heißt, in dem Draht selber entsteht auch ein Magnetfeld, welcher zur Induktivität, zum Induktivitätsbelag beiträgt. Der ist häufig vernachlässigt, auch in Fachbüchern wird dieser Wert häufig vernachlässigt. In dieser Gleichung steckt die Konstante μ0, eine Naturkonstante, die ich hier unten nochmal extra angegeben habe, mit 4 Pi mal 10 hoch minus 7 Voltsekunden pro Amperemeter. Sie sehen, dass hier der Induktivitätsbelag logarithmisch mit dem Verhältnis von Abstand und Durchmesser zunimmt. Das bedeutet, wenn wir auch mehrere Größenordnungen den Abstand beispielsweise vergrößern, ja, dann nimmt die Induktivität gar nicht mal über mehrere Größenordnungen zu, sondern immer nur um einen bestimmten additiven Faktor. Das bedeutet, für die typischen Kabel, die wir so haben, für typische Leitungen, die wir verwenden, kann man sagen, in welcher Größenordnung sich so ein Induktivitätsbelag ungefähr wiederfinden wird. Und diese Größenordnung liegt bei 0,1 bis 1 Mikrohenry pro Meter. Das heißt, wenn Sie also für einen Worst Case dann tatsächlich 1 Mikrohenry pro Meter als Daumenwert einmal im Kopf behalten, dann sind Sie gar nicht so schlecht dabei, wenn Sie später mal in einer Schaltung überlegen, welchen Einfluss könnte jetzt eine längere Zuleitung für diese Schaltung haben. Überschlagen Sie es mit 1 Mikrohenry pro Meter und dann liegen Sie schon gar nicht mal so schlecht. Das nächste ist, wenn wir solche zwei Drähte haben, so bilden diese zwei Drähte eine Kapazität. Stellen wir uns praktisch einen Plattenkondensator so vor, der dann so Stück für Stück weggebogen wird zu Drähten, so bekommen Sie den Fall, den wir hier bei einer Leitung haben. Und auch hier wird natürlich die
Fläche, die Elektrodenfläche, die sich gegenübersteht, umso größer, je länger die Leitung ist. Und das gibt die Rechtfertigung dafür wiederum einen Kapazitätsbelag, also eine Kapazität pro Länge zu definieren. Auch hier haben schlaue Leute schon einmal ausgerechnet, wie sich das berechnet. Und Sie sehen hier die Gleichung, in der steckt einmal Epsilon 0 als Naturkonstante, 8,854 und so weiter, mal 10 hoch minus 12 Ampersekunden pro Voltmeter. Die Konstante kennen Sie auch schon vom Plattenkondensator aus Grundlagen der Elektrotechnik. Es geht ein, die Dielektrizitätskonstante des Isoliermaterials, wobei hier vorausgesetzt wäre, dass also praktisch um die gesamten Leiter in der gesamten Ebene dieses Material vorhanden wäre. Tatsächlich würde man jetzt hier zum Rechnen hier eine effektive Dielektrizitätskonstante ansetzen. Ja, und dann kommen wieder geometrische Größen, nämlich der Abstand der Leiter und der Durchmesser der Leiter. Ähnlich wie beim Induktivitätsbelag sehen Sie auch hier, steckt der Logarithmus mit drin. Und das bedeutet, dass wir relativ gut für verschiedenste Kabel abschätzen können, welche Größenordnung wir denn so ungefähr haben. Und typischerweise werden Sie so 0,1 bis 1 Nanofarad pro Meter abschätzen können. Damit liegen Sie dann gar nicht so schlecht. Ein Nanofarad pro Meter ist gar nicht so wenig, wenn Sie überlegen, dass in vielen Schaltungen manchmal tatsächlich nur mit Picofarad gearbeitet wird. Für das Epsilon R, für typische Leitungen, für typische Kunststoffe, können Sie einen Wert zwischen 3 und 4 als Daumenwert annehmen. Auch damit kommen Sie schon zu recht brauchbaren Ergebnissen, wenn Sie vielleicht tatsächlich bei einer vorhandenen Leitung einmal den Kapazitätsbelag ausrechnen möchten. Wenn wir jetzt vergleichsweise kurze Leitungen nehmen, können wir diese Komponenten, Widerstand, Leitwertbelag, Induktivitätsbelag, Kapazitätsbelag zusammenfassen. Sie wirken ja praktisch alle gleichzeitig auf der Leitung. Und wenn wir sie praktisch dann nebeneinander zeichnen, ist das eigentlich nicht so richtig korrekt. Das heißt, wir machen dann einen gewissen Fehler und damit müssen wir einfach zunächst einmal leben. Wir können wie die Komponenten in einem sogenannten Pi-Ersatzschaltbild zusammenfassen. In diesem Fall sind dann Induktivitäts- und Widerstandsbelag korrekt, richtig in der Leitung verteilt. Und wir würden dann den Kapazitätsbelag, der ja eigentlich sozusagen auf der Leitung gleichmäßig verteilt ist, auf die Enden packen und den Leitwertbelag ebenfalls. Der Vorteil bei Berechnen ist, wir bekommen jetzt hier keine zusätzlichen Knoten beim Berechnen, denn dieser Knoten hier, der gehört ja zu einem Knoten, wo das Ganze angeschlossen wird und hier auf der rechten Seite auch. Wir bekommen allerdings eine zusätzliche Masche, die wir dann beim Berechnen mit berücksichtigen müssen. Ein Nachteil dabei ist, wenn wir jetzt beispielsweise am Ende dieser Leitung hier einen Kurzschluss einbauen, dann machen wir einen Fehler, denn dann schließen wir die Hälfte des Kapazitätsbelages kurz. Und das ist physikalisch da nicht wirklich richtig, denn er würde ja auch schon in den nächsten Entfernungen vom Ende dann tatsächlich auch schon seine Wirkung entfalten, sodass wir hier also dann tatsächlich einen rechnerischen Fehler machen würden. Eine andere Möglichkeit, die Komponenten zu verschalten, wäre, wir sagen, okay, die Kapazität kommt in die Mitte, komplett mit allem, und wir verteilen die Induktivität auf zwei Hälften, links und rechts, und den Widerstand links und rechts. Damit erhalten wir das T-Ersatzschaltbild. Dieses hat den Vorteil, dass wir nicht eine zusätzliche Masche erhalten, also wir haben insgesamt weniger Stromzweige, dafür einen zusätzlichen Knoten in unserem System.
Der nächste Nachteil ist, wenn wir diese Leitung offen laufen lassen, sodass also hier in der zweiten Hälfte kein Strom fließt, dann machen wir ebenfalls einen Fehler, denn die komplette Hälfte der Induktivität wird ja dann bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt, ebenso die Hälfte des Widerstandes. Wir können weitere Vereinfachungen machen, wenn wir nämlich die Leitung im Leerlauf laufen lassen, dass also praktisch sehr wenig Strom fließt, dann haben also die Längskomponenten Widerstand und Induktivität praktisch keine Wirkung. Dann können wir die Leitung fast als Kapazität auffassen. Andersrum, wenn wir die Leitung unter Last betreiben, dass also deutlich Strom durch die Komponenten fließt, können wir häufig die Kapazität weglassen, denn entweder wird sie kurzgeschlossen oder der kapazitive Strom ist im Vergleich zum Laststrom vernachlässigbar. Das ist vor allem im Niederspannungsbereich der Fall. Im Niederspannungsnetz haben wir vergleichsweise niedrige Spannungen und damit ergeben sich auch sehr niedrige kapazitive Ströme, sodass dann bei Berechnungen fast immer der Kapazitätsbelag vernachlässigt wird. Damit möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Ich danke für Ihr Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.